Kommen wir nun zu den Küsten. Und da fangen wir an mit der Nordsee. Ich werde die Nordsee hier zusammen mit der Marsch behandeln, da die beiden Lebensräume sehr eng miteinander verknüpft sind und ja, das auch aus artentechnischer Sicht einfach Sinn gemacht hat. Dann fangen wir mal an mit den Merkmalen der Marsch. Die Marsch ist eine ebene Landschaft ohne größere Hügel, zeichnet sich also dadurch aus, hat einen deutlich fruchtbareren Boden als Geest und einen hohen Grundwasserstand, und ist dadurch entstanden, dass Salzwiesen, also die ja quasi nur Schlickschicht mit ein bisschen Queller sind, dass die eben verlandet sind. Und das Marschland, was wir an der Nordseeküste haben, ist tatsächlich das größte zusammenhängende Marschland der Welt. Das finde ich schon beeindruckend. Und wo die Marsch aufhört, fängt eben die Nordsee an. Auf die werden wir gleich auch noch mal genauer eingehen. Nur kurz dazu, dass sie in ihrer heutigen Form vor circa 8000 Jahren entstanden ist, also zum Ende der letzten Eiszeit, als nämlich das Eis getaut ist und der Ärmelkanal geflutet wurde. Da das war nämlich vorher nicht der Fall, da war eine Verbindung. Und die Nordseeinseln, die wir kennen, die sind größtenteils in den letzten 5000 Jahren entstanden und das zum Teil aus Sandbänken. Wir haben allerdings auch einige Geestkerninseln. Ja, wenn wir an die Nordsee denken, denken wir wahrscheinlich alle zuerst ans Meer und das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Lebensraum. Die Nordsee ist sehr Gezeiten beeinflusst, was das Meer natürlich dynamisch macht. Wir haben eine periodische Überflutung vom Wattenmeer, auf die wir noch genauer eingehen werden. Und das Meer ist natürlich auch ein Lebensraum für zahlreiche Tiere, für Algen, für Würmer, Muscheln, all diesen Kleinkram, den man immer gar nicht so auf dem Schirm hat, weil man sie eben nicht präsent vor sich sieht, aber da tummelt sich eine sehr große Artenvielfalt drin. Ah, dann gibt es die Salzwiesen, über die ich ja gerade schon gesprochen habe, die eben aufgrund einer Schlickschicht entstehen, die durch periodische Überflutungen sich aufbaut. Und auf dieser Schlickschicht wachsen dann Pflanzen fest, meistens krautige Pflanzen, die Pionierpflanze Quella natürlich, die wächst als allererstes fest und ihr folgen dann eben weitere Pflanzen. Diese Schlickschicht, die wächst auch ungefähr 1 Zentimeter im Jahr und die Salzwiesen sind natürlich ein super einzigartiger Lebensraum. Die unteren Salzwiesen, die stehen bis zu 300 Mal im Jahr unter Wasser und die oberen immerhin noch 70 Mal. Und darum ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass tatsächlich 50% der Arten, die in den Salzwiesen leben, hochspezialisiert auf eben diese sind. Das ist auch gar nicht so abwegig, wenn man mal überlegt, dass die ja auch mit Salz klarkommen müssen und das können eben nicht so viele Arten. Die Salzwiesen sind außerdem ein sehr wichtiges Brut- und Rastgebiet für Vögel. Thema Brut- und Rastgebiet für Vögel, da wären wir beim Watt. Das ist natürlich das Aushängeschild der Nordsee. Das schleswig-holsteinische Watt ist auch der größte Nationalpark in ganz Deutschland und da hängen die Salzwiesen mit drin. Und ja, das Watt ist eben auch ein unheimlich dynamischer Lebensraum. Ein Drittel des Watts fällt zeitweise trocken, zwei Drittel sind unter Wasser und das bietet natürlich ganz viel Platz und ganz viele Möglichkeiten für die darin lebenden Arten. Ich denke mal, diese Bilder werden den meisten nicht fremd sein. Wir sehen hier einmal links natürlich das Watt zu einer Ebbephase, wo es eben begehbar ist. Bei Flut sähe die ganze Sache natürlich anders aus. Dann haben wir hier eine ausgedehnte Salzwiesenlandschaft, wo wir auch sehr schön sehen können, hey, es gibt Bereiche, die sind eben überflutet oder stehen permanent unter Wasser vielleicht sogar. Und hier können wir auch sehen, dass sich da schon einige Vögel sehr, sehr wohl fühlen.
Und das zeichnet diesen Lebensraum eben auch aus. Ja, was haben wir für Arten in der Nordsee und in der Marsch? Natürlich viel mehr, als wir hier haben, aber wir werden uns jetzt wieder anschauen, was denn diese Arten, die wir hier sehen, für Gefährdungsfaktoren ausgesetzt sind und wie sie damit so umgehen. Wir fangen an mit der Löffelente. Dieser schöne Vogel ist momentan als gefährdet eingestuft in Schleswig-Holstein und lebt bevorzugt in der Nähe von nährstoffreichen Flachgewässern. Und die Löffelente, die leidet sehr stark unter Entwässerungs- und Eindeichungsmaßnahmen, da ja sie eben diese feuchten Habitate präferiert. Sie sucht auch die Nähe zu Feuchtgrünland während der Brutzeit und ja, fühlt sich eigentlich sehr wohl, wenn es auf Feldern so überflutete Mulden oder Grabenkomplexe gibt. Und deswegen leidet sie auch unter der Intensivierung der Grünlandnutzung, denn dadurch gibt es diese Landschaftselemente einfach immer weniger. Als nächste Art haben wir die Brandseeschwalbe, die wahrscheinlich die meisten von euch schon mal gesehen haben. Die Brandseeschwalbe überwintert in Südeuropa und in Afrika, ist aber im Sommer hier an unseren Küsten, vor allem eben an der Nordsee, anzutreffen. Und ihr größtes Problem ist eigentlich, dass sie sehr, sehr anfällig für Brutgebietsstörungen ist. Also ihr reicht das, wenn da ein paar Touristen ihren Müll reinwerfen und sie hört auf mit dem Brüten. Als Konsequenz daraus gibt es tatsächlich nur noch eine Kolonie, die dauerhaft besetzt ist. Die ist auf Norderoog und der Bestand ist sehr stark abnehmend. Ein weiterer stark gefährdeter Bewohner der Nordsee ist der Dornhai, der tatsächlich bevorzugt in Küstennähe vorkommt und der das riesige Problem hat, dass aus seinen Bauchlappen Schillerlocke hergestellt wird. Vielleicht kennen das die ein oder anderen von euch, dass es eben ein, ja, Produkt, ein Lebensmittel, das aus diesem Hai hergestellt wird und das erhöht natürlich immens den Jagddruck auf ihn. Und in letzter Zeit ist es eben auch so, dass gar nicht mehr so viele Dornhaie da sind, die bejagt werden können und die Preise für eben diese Produkte total in die Höhe schnellen. Dass die Jagd immer noch legal ist, ist auch ganz vielen Naturschützern verständlicherweise ein riesiger Dorn im Auge. Und da bleibt abzuwarten, ob sie vielleicht mit ihren Forderungen nach einem Schutz des Dornhais oder einem verstärkten Schutz Erfolg haben werden. Ein wunderschöner Bewohner der Küsten der Nordsee, vor allem der Küsten von Amrum und von Sylt, ist die Bibernellrose, die dort eben Dünenbiotope bewächst. Und die ist auch stark gefährdet, vor allem dadurch, dass sie ein bisschen verdrängt wird durch die konkurrenzstärkere Kartoffelrose. Ich bin mir sicher, dass ihr die alle schon mal gesehen habt und wir werden uns gleich auch noch angucken, was denn eigentlich das Problem mit der Kartoffelrose ist. Aber die Bibernellrose, die ist eben nicht ganz so konkurrenzstark und an Plätzen, wo beide Rosen gleichzeitig vorkommen, was eben häufig passiert, weil sie ähnliche Nährstoffansprüche haben, da zieht die Bibernellrose eben den kürzeren. In Kategorie 3, also gefährdet, wird der Nagelrochen zurzeit eingeordnet, der in der Nähe von Küsten auf sandigen Böden lebt und auch in Tiefen bis zu 60 Meter vordringen kann, das aber ja nicht immer tun muss. Und dieser Nagelrochen, der leidet sehr stark unter der Fischerei. Nagelrochen werden gezielt mit Langleinen oder Stellnetzen gejagt. Es scheint aber auch gezielte Fischerei nach laichenden Weibchen zu geben, was eben dazu geführt hat, dass es nicht mehr so viele geschlechtsreife Weibchen gibt. Und ja, wer schon mal was von Populationsgenetik oder ähnlichem gehört hat, der wird wissen, dass das
für eine Population oder einen Bestand eigentlich nie ein gutes Zeichen ist, wenn eben keine, ja, keine Rochen mehr da sind, die eben den Nachwuchs austragen können. Und darum ist es so, dass seit 2007 der Nagelrochenbestand in der Nordsee als erschöpft gilt und das auch mit dem offiziellen Grund der Überfischung. Zum Abschluss nochmal einen Vogel, den vielleicht auch einige von euch kennen und der zurzeit in Schleswig-Holstein vom Aussterben bedroht ist, und zwar der Sandregenpfeifer. Der leidet sehr stark unter der intensiven touristischen Strandnutzung, auch an der Ostsee übrigens. Er kommt aber auch oder kam auf Sylt in großer Zahl vor. Da ist der Bestand extrem zurückgegangen. Auf 50 Tiere ist er geschrumpft. Und ja, das eben unter anderem wegen der touristischen Nutzung. Er mag nämlich eigentlich karge Küsten und brütet auch im, Entschuldigung, er rastet im Wattenmeer. Und das ist tatsächlich auch sein allerwichtigster Rastplatz. Das heißt, um ihn zu schützen, müssen wir auch das Wattenmeer schützen, weil sonst bringt das alles nichts. Ja, warum sind diese Arten bedroht? Es ist zur Abwechslung mal nicht die Intensivierung der Landwirtschaft, die hier der Böse ist, aber ein riesiges Problem ist natürlich die Überfischung. Also, dass Fischereiquoten nicht richtig eingehalten oder umgangen werden. Teilweise auch illegal gefischt wird oder eben so, dass es zwar wirtschaftlich für uns Menschen lukrativ ist, den Bewohnern des Meeres allerdings schadet. Und ein Unterpunkt davon ist natürlich auch der Beifang, der ja teilweise gar nicht gewollt ist, aber dann ja trotzdem bei der Fischerei ums Leben oder zu Schaden kommt. Ein Punkt, der damit reinspielt, ist vor allem auch die Bodenfischerei durch Schleppnetze, die übrigens auch den Nagelrochen sehr stören. Aber diese Schleppnetze, die ziehen sich ja einmal über den kompletten Meeresboden und verändern dadurch das Habitat extrem dolle und vor allem auch unvorhergesehen und rücksichtslos. Darum ist das auch ein Riesenproblem für sehr viele Arten in der Nordsee. Dann gibt es einen Abbau von Ressourcen im Meer, der verständlicherweise vielen Arten auch ein Dorn im Auge ist, einfach weil es eine Störung in ihrem natürlichen Lebensraum darstellt und viele Arten damit eben nicht gut umgehen können. Eine riesige Störung ist außerdem die Verschmutzung der Meere. Das ist ja auch ein riesiges Thema in unserer Gesellschaft zurzeit und super wichtig anzusprechen. Aber da schwimmt eben alles Mögliche rum. Von Plastikabfall über Öl, das irgendwo geleckt ist, über Fischernetze, also zum Beispiel Geisternetze, die einfach im Meer schwimmen, ohne dass sich jemand darum kümmert und quasi Tiere einfangen, bis sie sterben. Und auch ein Eintrag von Schad- und Nährstoffen ins Meer ist ein Problem für sehr viele Arten. Ja, und dann haben wir als Thema tatsächlich die invasiven Arten, auf die bin ich ja gerade schon mit der Kartoffelrose ein bisschen eingegangen. Das ist nämlich eine invasive Art. Und ja, teilweise ist es so, dass eben Arten, die von anderswo eingeschleppt werden, die einheimischen Arten verdrängen. Das ist zum Beispiel mit der pazifischen Auster der Fall, die sich ganz viele Lebensräume mit der Miesmuschel teilt, aber einfach ein bisschen konkurrenzstärker ist als sie und sie eben verdrängt. Das Problem ist, dass die pazifische Auster nicht die gleichen Ökosystemfunktionen wie die Miesmuschel erfüllt und man die beiden deshalb nicht einfach austauschen kann. Das heißt, wenn die Auster die Miesmuschel verdrängt, kommt es zu starken Veränderungen in der Ökologie des Wattenmeers, zum Beispiel in der Nahrungskette. Das ist ein Problem. Genau, das zweite Beispiel ist eben die Kartoffelrose, Rosa rugosa heißt sie auf Latein. Sieht so aus, kann man wunderschön Hagebuttensuppe draus machen.
aber sie ist eben invasiv, sie kommt aus Südostasien und sie ist unheimlich konkurrenzstark und sehr schwer wieder loszuwerden. Und inzwischen prägt sie ja ganze Küstenabschnitte an der Nord- und der Ostsee und verdrängt da eben konkurrenzschwache einheimische Arten. Und damit kommen wir auch schon zur Ostsee. Die Ostsee ist ein sehr flaches und brackiges Gewässer. Sie ist also nicht besonders salzig und hat einen sehr niedrigen mittleren Salzgehalt, wenn man es mit anderen Meeren vergleicht. Und sie hat eine mittlere Tiefe von ungefähr 50 Metern, was auch im Vergleich zu Meeren, auch im Vergleich zur Nordsee übrigens nicht viel ist. In Schleswig-Holstein ist der Lebensraum Ostsee durch flache Buchten und lange Strandabschnitte gekennzeichnet. Das unterscheidet sich aber natürlich, je nachdem, von welcher Seite man die Ostsee betrachtet. Die schwedische Ostsee zum Beispiel ist ja ganz anders als die Ostsee, die wir hier kennen. Und um die soll es jetzt eben gehen. Ja, als Einstieg dazu wollte ich erstmal auf einen vielleicht etwas untypischen Lebensraum eingehen, und zwar den Nord-Ostsee-Kanal. Das ist ja eine Verbindung, die künstlich von Menschen geschaffen wurde zwischen der Nord- und der Ostsee. Und tatsächlich hat der Bau dieses Kanals ganz viele Habitate zerschnitten, also Tieren und Pflanzen die Möglichkeit genommen, ans andere Ufer zu gelangen. Gleichzeitig hat sich aber durch diese Verbindung der Meere und die Schaffung eines künstlichen Gewässers ganz viel Lebensraum gebildet, unter anderem eben an den Ufern des Nordostseekanals. Und ja, dieser ist über die Jahre auch zu einem Rückzugsort und einer Chance für konkurrenzschwache Arten geworden, die sich dort eben ansiedeln konnten und quasi da reinflüchten konnten. Dann gibt es die Boddenküsten. Als Bodden bezeichnet man grob gesagt flache, buchtige Küstengewässer, die meistens nach der letzten Eiszeit in Landschaften entstanden sind, die eben durch End- und Grundmoränen geprägt sind, wie es in Schleswig-Holstein der Fall ist. In Schleswig-Holstein selbst haben wir allerdings gar nicht so viele Boddenküsten. Viele davon reichen bis nach Mecklenburg-Vorpommern rein, und da ist der Bodden, also die Landschaft von Bodden, auch deutlich bekannter. Ich wollte sie trotzdem mal hier reinnehmen, um zu zeigen, dass wir mehr haben als nur die klassischen Steilküsten, die wir in großen Teilen von Schleswig-Holstein ja kennen, oder die flachen Strandabschnitte, wo keine Steilküste ist. Und dann haben wir als Lebensraum natürlich die Dünen, die wir überall an der Ostseeküste finden und die je nach Dünenform auch ganz andere und einzigartige Artzusammensetzungen aufweisen. Außerdem gibt es die besonders gefährdeten Dünentäler als Lebensraum, der wirklich einzigartig ist und eine ganz spezielle Artzusammensetzung hat und der auch gerade am Aussterben ist. Und das schauen wir uns jetzt mal kurz an. Hier kann man einmal exemplarisch erkennen, wie denn so ein Dünenbereich aufgebaut ist, und wir sehen, hier ist das Meer, also Brandungszone nennt man dann den Bereich, wo es losgeht mit der Dünenbildung. Hier ist der Spülsaum und die Primärdüne. Da werden nur wenige Arten mit klarkommen, denn das ist ein ja relativ salziger Bereich, auch noch sehr nährstoffreich. Und dann geht es langsam los mit der Weißdüne. Das ist so der erste Dünenabschnitt, wo dann Pflanzen wachsen können, die eben ja kaum Salz vertragen. Unter anderem ist hier der Strandhafer sehr, sehr konkurrenzstark und wurzelt sich da gut fest, sobald er eben raus aus dem salzigen Grundwasser ist. Und genau, nach der Weißdüne kommen die Grau- und die Braundünen, und mit fortschreitendem Abstand zum Meer nimmt eben auch der Nährstoffeintrag ab. Das heißt, das sind nährstoffarme und relativ saure Lebensräume.
Genau, und als Dünentälchen bezeichnen wir eben diese Täler in den Dünen hier drin, die eine ganz spezielle Zusammensetzung an Arten haben. Und wichtig ist auch zu erwähnen, dass eben dieses Wasser hier Süßwasser und kein Salzwasser ist. Auf den anderen beiden Bildern sehen wir hier einmal noch den Nord-Ostsee-Kanal und eine wunderschöne typische Steilküste, die nicht nur für Brutvögel Platz bietet, sondern eben auch für eine ganze Reihe von anderen Arten. Ja, auch hier habe ich natürlich mal wieder ein paar Arten rausgesucht, die wir uns jetzt anschauen werden. Und da fangen wir gleich mal an. Der erste, über den wir hier sprechen werden, der tatsächlich auch vom Aussterben bedroht ist in der Ostsee, ist der gewöhnliche Schweinswal. Den kennt man vielleicht, wenn man schon mal segeln war, da lässt er sich manchmal ganz gerne blicken. Den gibt es in Nord- und Ostsee. In der Nordsee ist er nicht ganz so gefährdet wie in der Ostsee. Genau, der zeigt ein ausgeprägtes Wanderverhalten und bevorzugt eben auch die Nähe von Küsten. In der Ostsee leiden Schweinswale sehr stark unter Beifängen und unter Schadstoffbelastungen. Darüber haben wir ja gerade schon als Gefährdungsfaktor für die Nordsee gesprochen. Und in der Ostsee ist es eben so, dass Munitionsreste aus dem Zweiten Weltkrieg Chemikalien freisetzen und das eben eine Schadstoffbelastung für die Tiere darstellt. Der zweite im Bunde oder die zweite ist die Rotbauchunke, die früher tatsächlich Fehmarner Nachtigall genannt wurde, weil es sie auf Fehmarn so oft gab und man sie so oft gehört hat. Doch in den letzten Jahren sind ihre Bestände rapide zurückgegangen und auch langfristig ist ein starker Rückgang zu verzeichnen. Und das liegt vor allem an der Fragmentierung von Habitaten. Also wieder daran, dass ihre Lebensräume verkleinert, zerstückelt werden. Es entstehen isolierte Teilgebiete, in denen eben kein gesunder Populationsaustausch mehr stattfinden kann und die natürlich auch viel anfälliger für Veränderungen sind. Aus genau dem Grund ist die Rotbauchunke stark abhängig von Naturschutzmaßnahmen, wie zum Beispiel der Wiederansiedlung oder der Aufzuchtunterstützung. Problem hierbei ist natürlich, wie bei anderen Arten auch, diese Projekte, die stehen und fallen mit der Finanzierung und sie müssen immer wieder neu genehmigt werden. Das heißt, ja, hat dann beim Projekt angefangen, wurde das nächste eingestellt und das ist für die Tiere natürlich auch alles sehr verwirrend, wenn man da aufgezogen und umgesetzt und wieder angesiedelt und dann doch wieder nicht und darunter hat die Unke auf jeden Fall in den letzten Jahrzehnten gelitten. Ja, hier wollte ich mal ein Beispiel reinnehmen von einer Art, die es tatsächlich gar nicht mehr gibt in der Ostsee. Die ist nämlich im 20. Jahrhundert schon ausgestorben. In der Nordsee gibt es die Kegelrogge zuhauf, da ist sie auch nicht nicht gefährdet. Aber in der Ostsee gibt es einfach keine Plätze mehr für sie, wo sie sich wohlfühlen könnte. Kegelrobben brauchen für ihre Jungen auch mehrere Wochen Landgang, um die eben ordentlich aufzuziehen. Und die Ostseeküste ist eben so intensiv touristisch genutzt, dass die Robbe da nicht mehr ungestört leben kann. Und darum, ja, gilt sie in der Ostsee tatsächlich als ausgestorben. Dann haben wir den echten Eibisch, der ist auch vom Aussterben bedroht und in Deutschland auch tatsächlich nur an der Ostseeküste zu finden. Der mag ganz gerne brackige Röhrichte und mäßig kalkhaltige Böden, mag auch die Nähe von Schilf und Binsen und Seggenröhrichten, wie es sie zum Beispiel entlang der Schlei auch gibt und natürlich an der Ostseeküste. Und der echte Eibisch, der ist zurückgegangen, als man angefangen hat, Küstenstandorte intensiver zu bebauen, immer mehr Lebensräume wegzunehmen und eben durch menschengemachte Straßen und Gebäude zu ersetzen. Und da fühlt er sich einfach nicht wohl und darum geht sein Bestand auch seit ein paar Jahren zurück.
Dann haben wir den gewöhnlichen Durst. Der ist noch ein bisschen häufiger. Der ist in Anführungszeichen nur stark gefährdet. Man kennt ihn vielleicht auch unter dem Namen Oregano oder Pizzagewürz. Den gibt es bei uns tatsächlich auch. Der mag gerne Kliffhänge, Schuttflächen und Standorte, wo es nicht viele Nährstoffe gibt. Das heißt, wie sollte es anders sein? Er leidet eben auch unter der intensiven Landwirtschaft. Zudem hat seine Art im speziellen Fall, also der gewöhnliche Durst, eine sehr schlechte Fernausbreitung. Das heißt, er ist wirklich darauf angewiesen, dass er in seinem Lebensraum in Ruhe gelassen wird, was in der heutigen Zeit ja meistens gar nicht so einfach ist. Und zu guter Letzt haben wir den Kabeljau oder auch Dorsch, wie er in der Ostsee ja genannt wird. Das ist ein Fisch, der im freien Gewässer gerne in Bodennähe lebt und in der Ostsee und dem Atlantik vorkommt. Das ist so ein ja, sehr traditioneller Speisefisch im Norden bei uns in Schleswig-Holstein und auch europaweit einer der wichtigsten Speisefische. Es ist aber tatsächlich so, dass sein Bestand sehr stark übernutzt ist und massiv bedroht. Und das löst leider auch so eine fiese Nahrungskettenreaktion aus. Es gibt eben nicht mehr so viel Dorsche. Die Dorsche sind aber eigentlich dafür verantwortlich, Sprotten zu essen. Und dadurch, dass es den Dorsch eben, ja, dass es dem nicht mehr so gut geht, geht es der Sprotte richtig gut. Und die Sprotte, die frisst wiederum Dorscheier. Das heißt, das ist so ein ganz böser Teufelskreis, in den dieser arme Fisch geraten ist. Und wir Menschen machen das durch unsere rücksichtslose Fischerei immer nur noch schlimmer. Ja, was sind also die Ursachen? Ein letztes Mal werden wir das durchgehen. Und an der Ostsee ist es tatsächlich so, dass die Bebauung der Küsten ein Riesenproblem ist. Also die intensive touristische Nutzung, das Schließen von Lebensräumen oder das Ersetzen von Lebensräumen durch eben bebaute Orte, Ferienhäuser etc. All das schadet Arten, die sich da bisher eigentlich sehr wohl gefühlt haben. Dazu zählt auch die Störung der sehr sensiblen Dünenlandschaft durch zum Beispiel Freizeitnutzung. Dann, wie sollte es anders sein, haben wir den Nährstoffeintrag in die Landschaft. An der Ostsee tatsächlich auch durch Abfälle und Exkremente von Touristen, also von Leuten, die dahin kommen und zum Urlaub machen und eben die Landschaften begehen, in den Ferienhäusern wohnen, ihren Müll liegen lassen, etc. Und genau, also dieser Tourismusfaktor, der ist an der Ostsee echt der, ja, der treibende Punkt, warum so viele Arten leiden. Und ein weiterer Punkt, den wir an der Nordsee ja schon mal aufgegriffen hatten, ist eben die Anwesenheit von invasiven oder konkurrenzstarken Arten. An der Ostsee ist das noch mal ein bisschen was Besonderes. Wir haben nämlich zum Beispiel das Beispiel mit dem Strandhafer. Das ist der hier. Das ist eine Art, die extrem konkurrenzstark ist. Und der wird benutzt, um Dünen zu bepflanzen, um sie zu befestigen und verdrängt als nette Nebenreaktion aber so ziemlich alle konkurrenzschwachen Pflanzen, die da normalerweise wachsen und breitet sich einfach sehr schnell aus. In der Ostsee ist die Kartoffelrose übrigens auch ein Problem. Das wollte ich an dieser Stelle nochmal anmerken. Das ist nicht nur an der Nordsee so. Auch in der Ostsee gibt es großflächig angelegte Programme zur Beseitigung, um irgendwie mehr Diversität wieder in die Dünen- und Küstenabschnitte zu bringen, in denen sie eben vorkommt. Ja, jetzt haben wir sehr viel darüber gesprochen, was für Gefährdungsfaktoren die Arten in Schleswig-Holstein ausgesetzt sind. Und die Bilanz ist ja schon ein wenig ernüchternd. Also es ist nicht zu leugnen, dass wir eine Abnahme an Arten in Schleswig-Holstein wie auch auf der ganzen Welt zu verzeichnen haben. Und die Gefährdungsfaktoren, das sind zum Großteil immer die gleichen und viele davon sind eben menschengemacht. Und
Um euch jetzt nicht im Leeren hängen zu lassen, habe ich für alle die, die jetzt meinen, hey, ich möchte mich mit dem Thema mehr beschäftigen, nochmal ein paar Anlaufstellen rausgesucht, bei denen man sich mal ein bisschen informieren kann oder auch Projekte, wo ich der Meinung bin, dass sie einen sehr großen Beitrag zum Umweltschutz leisten. Fangen wir mit dem Projekt gleich mal an. Das ist hier das Natura 2000 Projekt. Das erstreckt sich auch über ganz Europa und hat sich zur Aufgabe gemacht, ein Netz aus geschützten Habitaten innerhalb Europas zu bilden, in dem sich eben möglichst viele, wenn auch natürlich nicht alle, gefährdete Arten wiederholen können. Also das ist so ein Beispiel für ein länderübergreifendes Umweltschutzprojekt. Dann haben wir in Deutschland selbst von behördlicher Seite das BfN, das Bundesamt für Naturschutz, das ist im Bundesumweltministerium integriert und ist eine wissenschaftliche Behörde, die unter anderem auch für die Herausgabe der roten Listen in Deutschland zuständig ist. Und als sogenannte Non-Profit-Organisation haben wir einmal Greenpeace, das ist ja eine sehr traditionsreiche alte Umweltschutzorganisation, die sich auch sehr dafür einsetzt, Jugendliche und Kinder in den Umweltschutz zu holen und da auch in verschiedenen Städten in Deutschland verschiedene Projekte macht, die auch da einen guten Einstieg bilden können, wenn man sagt, hey, ich möchte mich mit Umweltschutz auseinandersetzen, ich kenne mich aber nicht aus, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Da ist Greenpeace eine, wie ich finde, gute Anlaufstelle. Und dann gibt es auch noch den BUND, das ist auch ein Mitgliederverband, der sich für Umweltschutz, Artenschutz, Wasserschutz, Klimaschutz etc. all solche Themen eben einsetzt und auch von der Wirtschaft und der Politik unabhängig agiert. Genau, das nochmal zum Abschluss und dann, ja, danke ich euch, dass ihr dieses Video bis zum Ende geschaut habt und hoffe, ihr habt eine Menge gelernt.